Herzlich willkommen bei Schulradio Petersgasse. Heute haben wir für euch einen abschließenden Beitrag über das Schulende. Dazu hat der berühmte österreichische Austropop-Sänger Falco, mit bürgerlichem Namen auch Johann Hans Hölzel genannt, damals in den 90er Jahren ein Lied namens Nie mehr Schule verfasst. Hören wir doch mal kurz rein. Tüchtig sein und Noten ohne Shit, nur diese Übung hält dich fit. Und seinen Rechenschieber hat er mit. Nein, danke, nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Denn ihr Bart, Herr Studienrat, ist mir doch zu wenig smart, ja, ja. Ja, nie mehr Schule. Dies trifft für die Maturanten des BRG Petersgasse sogar vollständig zu. Nachdem die heurige Matura großteils erfolgreich absolviert wurde, ist es nun an der Zeit für viele, dem BRG Petersgasse Lebewohl zu sagen. Keine Schule mehr! Aber nun kommen wir zu den etwas älteren Lehrern, die Jahrzehnten unserer Schule gedient haben. Viele davon gehen in Pension, wie zum Beispiel Frau Professor Klemm, Trimmel, Sommer und Herr Professor Gmoser. Auch unsere geliebte Köchin und Buffetdame wird uns dieses Jahr verlassen. Wir haben sie interviewt und ihr zu ihrem Abtritt ein paar Fragen gestellt. Keine Schule mehr. Seit wie vielen Jahren leiten Sie nun hier das Buffet? Seit 22 Jahren. Was ist das Beste an Ihrem Beruf? Der Kontakt mit den Menschen, den Spaß, den wir haben, die Spontanität, die Kreativität, alles, was ich so ausleben kann. Also wirklich, das ist das Lustigste an diesem Job bis jetzt gewesen. Wie fühlt es sich an, nun nach so vielen Jahren in Pension zu gehen? Ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich war sehr fleißig in meinem Berufsleben und ich habe das jetzt wirklich, ich genieße jetzt da schon die Visionen, die wir haben in unserer Freizeit, mein Mann und ich. Also ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was würden Sie Ihrem Nachfolger bzw. Ihrer Nachfolgerin raten? Offen zu sein, freundlich zu sein, aufgeschlossen. Wie gesagt, man muss dafür geboren sein für so eine Arbeit und ja, und das andere wird sich fügen. Das kommt dann von alleine, wenn man einen guten Kontakt aufbaut zu den Schülern, zu den Kunden, dann kommt alles andere von alleine. Das werde ich ihm auch raten. Keine Schule mehr. Nun haben wir eine kleine Challenge an unsere in Pension gehenden Lehrer. Sie sollen uns in 60 Sekunden verraten, was sie mit dem BRG Petersgasse verbinden. Und los geht's! Die Frage war also, was mich mit der Schule verbindet, mit dem BRG Petersgasse. Dass man ein Resümee machen soll und das, was mich verbindet, sind einmal 32 Jahre hier an der Schule. Das heißt, ich habe nur 8 Jahre vorher unterrichtet in 2 anderen Schulen. 32 Jahre, eine lange Zeit, viel erlebt. Viel Positives, aber natürlich auch einige nicht so schöne Dinge. Das, was mich verbindet, sind viele Schülerinnen und Schüler, die sehr begeistert sind, was die Naturwissenschaft anlangt. Das ist sicher sehr, sehr positiv. Ja, die wirklich bei der Sache sind, die Interesse haben für naturwissenschaftliche Fragen. Deshalb habe ich ja studiert und deshalb unterrichte ich selbst. Ja. Nachdem ich jetzt schon seit 25 Jahren an der Schule bin, gibt es natürlich sehr viel, was man mit dieser Schule verbindet. Am meisten beeindruckt hat mich immer eigentlich der Physikunterricht mit den jungen Schülern, wenn man sie in der zweiten Klasse bekommt und welche Begeisterung von den Kindern da auf das Fach wartet. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir als naturwissenschaftliche Lehrer hier eigentlich es manchmal ein bisschen leichter gehabt haben. Ja. Die Chemiematura war auch immer einer der Höhepunkte, wenn wirklich interessierte Schüler antreten und dann meistens auch irgendein Studium in diese Richtung wählen danach. Die Veränderungen in den 25 Jahren waren natürlich auch sehr deutlich, wenn man nur daran denkt, wie heute Wissen gesucht wird, im Internet recherchiert. Ich habe zu einer Zeit studiert, wo man die
Hausarbeit noch auf einer elektrischen Schreibmaschine getippt hat. Und daher ist hier für mich sicher ein ganz, ganz großer Wandel passiert, dass man jetzt das alles so schnell bei der Hand hat und alles leicht zu korrigieren ist. Also da merkt man schon, dass junge Kollegen hier ein bisschen einen Vorsprung haben und der Wechsel dann vielleicht auch für die Schüler ganz gut ist. Herr Professor Gmoser, was verbinden Sie mit der Schule? Lärm. Und noch was? Lärm. Und noch was? Noch mehr Lärm und Juli und August. Und wir vom Schulradio Petersgasse wünschen unseren Professoren alles Gute. Sie müssen nächstes Jahr nicht mehr Schule gehen. Im Gegensatz zu uns. Nach den Sommerferien geht es wieder los. Und einher geht die Diskussion, ob man die Sommerferien nicht kürzen solle. Wir haben Schüler zu ihrer Meinung befragt. Also meine Meinung dazu ist, man könnte es machen, wenn man es dann aufteilt. Aber ich bin mehr auf lange, weil dann kann man sich drauf freuen. Und dafür ist die Freude halt dann sehr groß. Also meine Meinung dazu ist, kürzere Sommerferien wären besser, aber nur wenn dann ein Teil davon im Herbst quasi, also das aufgeteilt wird, dann im Herbst 2 oder 3 Wochen sind. Aber sonst bin ich für lange Sommerferien weiterhin. Diese Sendung wurde produziert von Lisanne Schmiedhofer, Stefan Ulrich, Paul Wendel, Martin Rahim Sadeh, Flo Klein und Christian Kreusenbrunner.